Hi, hier ist Alex Und der Stefan. vom Monatsmob. Monatsmob. Ja, und heute ziehen wir Fazit aus fast 2 Monaten lang Ausmisten. Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Servus Alex, zurück aus Südostasien. Ja, hi. Ich habe nochmal nachgeschaut, es waren jetzt 4 Folgen, die wir nicht zusammen gemacht haben. Das ist ziemlich viel. Deswegen Vier finde ich es Folgen. gut, dass du zurück bist. Ja, finde ich auch. Ist auch schön, dich wiederzusehen. Wir haben Ja. uns gar noch nicht in echt gesehen, ne? Fällt mir gerade ein in dem Jahr. Aber naja, Skype macht es möglich, dass wir Genau. uns virtuell sehen und euch informieren, wie es gelaufen ist mit dem Ausmisten im Dezember. Ich muss gerade überlegen, Dezember. Genau, eigentlich war es Dezember, aber da wir noch kein Fazit gezogen haben, haben wir einfach den Januar halt nochmal mit ausgemistet. Was auch voll gut ist, weil das eine Sache ist, die wir auf jeden Fall beide weitermachen werden. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Und du hast es eh schon gemacht davor, von daher, du hast schon immer ausgemistet, aber ich glaube nicht so intensiv wie jetzt im Richtig, Dezember, genau. oder? Ich hab nochmal einen Gang höher geschalten, auf jeden Fall während der Zeit, ja. Ja, und ich auch, also mir hat es ordentlich Spaß gemacht und ist einiges weggekommen. Nicht so viel, wie ich machen wollte, aber ich nehme mir eigentlich immer zu viel vor. Und das Gute daran ist ja auch, dass ich jetzt noch weiter ausmisten kann und das werde ich ja auch. Ja, und man kann eigentlich allgemein sagen, dass es relativ hohen Anklang gefunden hat, die Aktion. Also die Ja. Leute waren ziemlich motiviert mit dabei. Das scheint einfach auch so ein Grunddilemma zu sein, was ziemlich viele Leute haben. Einfach zu viel Kram und gerne was losbekommen wollen. Leben im Überfluss auch irgendwo, sage ich dazu immer. Ich meine, Ja, uns geht es ja absolut. einfach sehr, sehr gut in Deutschland. Also den meisten Leuten in Deutschland geht es materiell gesehen sehr gut. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Es war auch nochmal kurz zum Anfang zurück. Es war auch interessant zu sehen, halt, wie ich jetzt in Myanmar war, weil da kommen die Leute halt mit viel, viel, viel weniger aus. Und die machen trotzdem einen sehr zufriedenen Eindruck, die Menschen dort. Oh. Ja. Weniger ist mehr. Ja, es war sehr interessant. Da wird halt auch ganz selten mal was Neues angeschafft. Wir waren da auch auf so einer Insel und da waren sie ganz stolz, dass sie noch einen Motor hatten von den Japanern aus dem Zweiten Weltkrieg und der läuft halt immer noch. Der zufällig übers Meer rübergetrieben ist und immer noch funktioniert hat. Nee, ich kenne mich dann aus. Wie war das da? Nee, egal. Nee, die waren besetzt von den Japanern Ah, während okay. dem Zweiten Weltkrieg, ja. Das für die Geschichtsfans hier beim Monatsmob. Genau. Magst du irgendwie erzählen, was besonders war in dem Monat? Dann ich und dann erzählen wir noch kurz, was so allgemein kam an Infos. Genau, okay. Ja, also ich fange mal an mit, ich wollte eigentlich viel mehr über eBay verkaufen, habe ich dann aber letztendlich gar nicht gemacht, weil mich so die Wut gepackt hat, die Dinge loszuwerden, dass ich einfach sicherstellen wollte, dass sie auch auf jeden Fall weggehen. Und bei eBay ist es ja nicht unbedingt garantiert, dass Sachen verkauft werden. Also ich habe in der Vergangenheit schon viel über eBay verkauft oder versucht und es sind einfach Dinge nicht verkauft worden, wollte keiner oder nicht zu dem Preis, wo ich haben wollte, was auch immer. Deswegen eBay habe ich diesen Monat nicht so viel gemacht. Ich habe eigentlich viel mehr Sachen verschenkt. Was mir jetzt persönlich eigentlich gut getan hat, waren jetzt auch nicht wirklich wertvolle Sachen dabei. Von daher war das völlig okay. Aber für mich war es halt geistig immer gut, die Sachen gleich komplett weggeben zu können sofort. Und dann hatte ich mit dem Thema auch gleich abgeschlossen. Na, voll gut. Ja, da ist zwar auf der einen Seite so diese Tauschbörse, die es bei uns hier im Eck gibt, gut, aber auch nicht für alles. Also wenn es um wenn man spezielle Videospiele hat oder ich weiß auch nicht, irgendwie solche Sachen, dann will ich die nicht da auf die Tauschbörse legen, weil da bin ich mir irgendwie nicht so richtig sicher, ob sie wirklich einen Abnehmer findet, der das dann auch zu schätzen weiß oder überhaupt einen Abnehmer. Ja. Ja, und genau. Deswegen habe ich relativ intensiv die Facebook-Verschenkengruppe von Nürnberg genutzt. Und ich muss sagen, naja, man braucht teilweise schon auch Nerven, wenn man sich auf so eine Gruppe einlässt, zumindest hier in Nürnberg, Wird wahrscheinlich weil in anderen Städten nicht anders sein. wahrscheinlich.
Weil man muss, also bei mir war das so, ich habe Sachen reingestellt und schon in den ersten Minuten gleich überall hier, will haben, hol ab. Und dann, wenn man aber versucht, mit den Leuten konkret was auszumachen, dann oft drucksen sie rum oder sie machen was aus und kommen dann auch gar nicht und sagen auch nicht mal ab oder so und melden sich auch hinterher nicht, um sich zu entschuldigen oder was auch immer. Also das passiert jetzt auch nicht immer, aber da muss man damit rechnen, dass das passiert. Das passiert schon mal und ja, da gibt es dann eben, es gab aber auch die anderen Leute, mit denen hat man was ausgemacht, die waren dann da, die haben einem was mitgebracht, also mir immer irgendwelche Kleinigkeiten, die haben sich total gefreut, haben sich Cool. tausendmal bedankt, obwohl es eigentlich nur irgendein Buch war, was ich ihnen geschenkt habe oder so. Und das ist eigentlich auch das Tolle an der Facebook-Gruppe, dass man halt noch so ein bisschen dann auch jemanden kennenlernt. Also ich habe jetzt niemanden tiefer kennengelernt, aber wenn man es drauf anlegen würde, könnte man da auch Leute halt wirklich kennenlernen. Also ich habe mich schon auch mit Leuten mal eine Viertelstunde einfach unterhalten oder so. Cool. Ja, und das Nette ist ja auch, dadurch, dass er was von oder er oder sie was von dir haben will, habt ihr ja wahrscheinlich auch eine gewisse Überschneidung an Interessen, weil dasjenige Buch hast du dich mal dafür interessiert und der neue Abnehmer auch dafür interessiert. Deswegen gibt es gleich ein Gesprächsthema irgendwie. Das ist Ja, stimmt, genau. ziemlich gut. Ja, genau. Noch eine Sache. Also für mich war die Sache sehr befreiend und weil einfach, wenn man mir ist aufgefallen, wenn ich hier Dinge rumliegen sehe und mir denke, ja, die kann ich nicht weggeben, weil ich die irgendwann mal benutzen werde, dann komme ich immer wieder an denen vorbei und denke mir immer, aber ich muss doch irgendwann mal und irgendwie raubt es auch Energie, weil man es dann eigentlich gar nicht wirklich macht. Weil man immer denkt, na, ich müsste ja mal. Wie war dann dein Vorgehen, um es loszuwerden? Naja, wenn ich eigentlich, wenn ich mir zum dritten Mal an irgendeiner Sache vorbeikam in der Zeit und sie dann immer noch nicht benutzt hatte, dann kam sie weg. Okay. Das habe ich mit der 3-Monats-Kiste versucht, die hier noch neben mir steht, zur Hälfte gefüllt. Weil es sind noch keine 3 Monate rum, also ich nehme es jetzt dann mal ernst mit der Ansage und schaue Ende Februar dann, ob ich was rausgetan habe. Wenn nicht, dann gebe ich die komplett weg. Aber bis jetzt schaut es so aus, als würde sie komplett wegkommen, weil ich stehe da und es interessiert mich nicht wirklich. Ja, das Und war du bei hast mir es im dann Prinzip. beim dritten Mal vorbeigehen, hast du gesagt, nee, jetzt weg. Damit. Genau. Und ich habe dann ein Eck bei mir im Zimmer, da wird dann immer erst alles aufgehäuft und dann nach ein paar Tagen starte ich dann wieder so eine Aktion in Facebook, wo ich ganz viele Sachen reinstelle. Cool. So habe ich immer gemacht. So. Aber dann kannst du jetzt eigentlich gleich weitererzählen, Ja, also ich was kann bei auch gut dir war. anknüpfen, weil ich habe auch so Sammelaktionen gemacht, habe ich auch Fotos gepostet, wo ich das dann vor die Tür stelle. Und da ist dann auch viel mehr zusammengekommen, als das man denkt, weil dann habe ich es auch mit der Tine zusammen gemacht. Und das ist auch ein Tipp an alle, macht es mit jemand, mit eurer Partnerin, mit eurem Partner zusammen. Dass dann ermutigt man sich, Sachen wegzugeben, die man sonst nicht weggeben würde. Weil dann geht's, dann ist man so im Flow und der andere sagt, ey, brauchst du das eigentlich nicht? Und dann überlegt man, ja, nee, weg damit. Und da kam Genau, einiges zusammen. das kenne ich auch. Ich habe erst gestern hatten wir, das war aber Zufall, jetzt nicht wegen der Aufnahme, aber ich habe mit meiner Freundin nochmal so eine Mörder-Ausmist-Aktion gestartet in dem einen Zimmer. Okay. Und da sind ja dann auch viel, oder bei uns kam es dann öfter mal vor, der eine wollte es eigentlich behalten und der andere hat gesagt, nee, weg. Und es ging dann eigentlich immer so raus, dass es wegging. Ja, das ist bei uns das Gleiche. Und ich muss auch sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass mir jetzt irgendwas fehlt. Ich habe nicht ultra viel wegbekommen in den 2 Monaten, weil ich habe viele Bücher immer einzeln, jeden Tag so ein Buch bei Amazon reingestellt, was übrigens ja auch schleppend läuft, muss man sagen. Aber ich habe es aber vielleicht zu teuer angeboten. Die sind auch zum Teil ungelesen, deswegen gibt man es dann halt als neu rein. Und da habe ich, genau, das kann ich ja mal zeigen, dass man auch mal sieht, was hier im Hintergrund steht. Hier unten sind alle noch zum Verkauf, aber ja. Es sind alle eingestellt und das ist ja auch gut. Das kommt auf jeden Fall weg jetzt noch, bis wir vermutlich dann umziehen Ende des Jahres. Einige große Dinge bin ich noch nicht angegangen. Ich habe noch alte Drucker im Keller und E-Mails wollte ich eigentlich machen. Werde ich noch machen. Deswegen, wir machen ja auch weiter damit. Ja, genau. Und noch eine lustige Geschichte, die ich vielleicht habe.
Ich habe so einen Ablagestapel hier mit lauter Infos, die ich irgendwie einarbeiten muss zum Teil, einarbeiten will zum anderen Teil. Also manche Sachen sind nicht so wirklich wichtig. Und das ist was, was ich dauernd im Blickfeld habe. Und dann habe ich mir schon vor 2, 3 Monaten gesagt, wenn ich nicht an einem Werktag da eine Sache davon abarbeite, dann tue ich 1 Euro in so ein Glas rein, wo ich dann davon essen gehe mit meiner Freundin. Und dann habe ich es aber wirklich geschafft, dass ich zum Teil 5 Tage lang nichts von dem Ablagestapel abgearbeitet habe und dann 5 Euro in das Glas reingetan habe, weil ich zu faul war. Und irgendwie war das zu wenig Anreiz oder zu wenig Bestrafung, davon essen zu gehen, weil das ja auch irgendwo was Gutes ist. Das ist ja eigentlich völlig Ja, logisch. Bin ja. ich dann drauf gekommen im Gespräch mit Michael. Und jetzt habe ich es so gemacht. Jetzt habe ich die Maßnahme verschärft, dass ich nämlich 1 Euro an die falsche Partei spende, wenn ich pro Tag nichts von dem Werk. Von dem Ablagestapel Also wegbekommen. falsche Partei heißt eine Partei, die du so gar nicht abkannst und die du niemals wählen würdest. Genau, und das erwähne ich jetzt nicht, welche das ist. Das kann man mich dann im persönlichen Gespräch fragen. Auf jeden Fall, seitdem ich das eingeführt habe, bin ich viel mehr dahinter. Ich habe es immer noch an 2 Tagen jetzt nicht geschafft, die letzten 3 Wochen, aber das ist wenig. Also ich habe es an dementsprechend 13 Tagen habe ich es geschafft, da was wegzuarbeiten, weil es ich habe auch das Geld, was drin war im Topf, habe ich absichtlich an die falsche Partei gespendet, um mir jetzt vorzudemonstrieren, wie sich das anfühlt. Und es hat sich echt schlecht angefühlt. Das habe ich richtig eine Wut gegen mich selbst gehabt, dass ich das nicht abgearbeitet habe. Aber das ist jetzt genug Motivation, das zu machen. Das ist ja im Das ist Endeffekt ja auch echt, ausmisten. echt gewieft. Also das ist schon echt, das ist echt eine Bestrafung. Wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste das machen, oh, das fühlt sich echt nicht gut an. Ja. Ich habe dann schon versucht, dass ich wenigstens nicht in den Newsletter von denen komme und so, weil das kommt man. Du bist jetzt in Zukunft erpressbar, weil du auf der Ja, Spenderliste genau, das habe ich auch gedacht. auftauchst. Aber ich habe nicht anonym gespendet, das ging nämlich nicht. Naja. Aber das war noch eine Sache, die ich jetzt entdeckt habe in dem Monat. Das mit der 3-Monats-Kiste habe ich schon erwähnt, das wollte ich noch sagen. Und ja, genau, ich habe nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Ich habe viel weggegeben und es zeigt ja auch, dass man einfach zu viel anhäuft. Deswegen traut euch, Sachen abzugeben, falls ihr auch noch weitermacht und davon gehen wir mal aus oder wollen wir hoffen, dass ihr weitermacht, weil es gibt echt viel auszumisten in jedem Haushalt vermutlich. Ja, aber gut, dass du es gerade ansprichst, weil was mir auch in der Zeit aufgefallen ist, ist vor allem, dass ich deutlich weniger angehäuft habe. Also ich stand öfters mal vor irgendeiner Kaufentscheidung und habe es dann eigentlich fast immer gelassen, weil ich mir dachte, nee, irgendwann müsste ich es dann bloß wieder aus. Das war dann irgendwie in der Zeit auch so präsent, irgendwie das Thema beim Kaufen. Okay. Na. Ich habe außer Lebensmittel, glaube ich, nichts eingekauft in den letzten 2 Monaten. Ich will egal. Ich bin eher sparsamer Einkäufer. Im Gegensatz zu dir, du kaufst viel, finde ich. Aber du hast einen großen Durchlauf sozusagen. Kommt viel rein und geht wieder viel weg. Oh. Ja. Gut, es gibt aber auch Sachen, die benutze ich dann teilweise auch oft und lange und irgendwann halt nicht mehr und dann kommen sie wieder weg. Von daher ist es auch völlig okay, dass ich sie mir anschaffe. Wie war das mit der Nebelmaschine? Ja, die habe ich halt eine Silvesterfeier benutzt und Ach dann, so, okay, da war ich ja dabei. ja, die Dann war habe die ich dann doch im wieder Einsatz. verschenkt. Ganz im Gegensatz zu dem Beamer für die Silvesterfeier, die habe ich bloß von Amazon gekauft und dann mit dem 14-tägigen Rückgaberecht wieder zurückgeschickt. Okay. Ja. Und dazwischen benutzt. Ja. Das ist Hat mir, ja. mein Insider-Tipp hier. Also wenn ihr nicht so viel anhäufen wollt, Amazon ist euer Freund. Ja. Ja, ansonsten, was habe ich noch gelernt in dem Monat? Also wer Handys wegzugeben hat, also weil Handys hat bestimmt auch fast jeder zu Hause, wenn er die noch nicht weggegeben hat. Und man weiß ja immer nicht so recht, was soll man mit denen machen. Ein Tipp ist, dass man es in T-Punkt bringt von der Telekom. Die nehmen es irgendwie an, recyceln es und spenden irgendwie auch noch einen kleinen Betrag für irgendeinen wohltätigen Zweck. Ist auf jeden Fall allemal besser, als es irgendwie auf den Recyclinghof zu bringen. Ich weiß nicht, was damit passiert, ob es dann noch benutzt wird oder einfach verschrottet in die Einzelteile. Das ist übrigens eine Sache, die ich noch machen will. Wir haben noch Sachen im Keller, die zum Recyclinghof müssen. Das haben wir irgendwie jetzt nicht geschafft. Aber das ist auch noch ein Tipp: Fahrt auf den Recyclinghof mit euren Sachen. Ja, also Recyclinghof ist grundsätzlich auf jeden Fall eine gute Sache, viel besser als in die Mülltonne zu schmeißen. Ja, was ja auch, ja, was überhaupt nicht gut ist, ja.
Ja, und mir fällt auch noch eine kleine Story ein. Ich hatte mal einen, ich habe keinen Fernseher mehr und ich hatte einen Röhrenfernseher und wollte den verschenken, aber keine Sau wollte ihn. Ja, das kenne ich. Ja, und da bin ich dann mit zum Recyclinghof gefahren und dann waren aber vor dem Recyclinghof waren halt ein paar Leute gestanden, die haben mich dann gleich rausgewunken, wie die den gesehen haben und die haben den dann halt genommen. Und ich weiß nicht, was sie damit machen, aber allemal besser, als dass er verschrottet wird. Na, auf jeden Fall. Ja. Anderer Tipp ist, dass man sich Musik anmacht, wenn man ausmisst will. Also genereller Tipp, aber das kam auch nochmal in unserer Gruppe durch die Regina. Die hat gesagt, sie dreht immer laut die Musik auf und dann geht es viel leichter von der Hand, dass man so in den Flow reinkommt und dann halt sagt, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Also, dass man sich gut fühlt dabei, dass es Ja, Spaß macht. genau. Das kann ich auch bestätigen. Das war, ist echt viel besser mit Musik. Ja. Eine andere Sache, die auch noch durch die Gruppe jetzt kam, von der ich eigentlich wusste, aber sie nicht wirklich auf dem Schirm hatte, das sind ja so Verkaufsportale wie Momox oder Rebuy oder Medimobs. Gerade weil man jetzt wenig Zeit hat und CDs oder DVDs, Bücher weghaben will, muss man nicht jedes einzeln verkaufen, sondern man schnürt einfach ein Paket, schickt es an diese Portale und muss nicht mal den Versand bezahlen. Das machen auch die. Und die prüfen dann die Sachen und man bekommt dann für jedes einzelne Ding einen bestimmten Preis. Also es ist kein Kilopreis, sondern das hängt auch vom Artikel ab und kriegt dann das Geld einfach überwiesen. Das ist halt eine relativ schnelle Sache, wenn man Sachen losbekommen will und trotzdem noch Geld dafür haben will. Und die nehmen auch ganz verschiedene Sachen, oder? Also Rebuy weiß ich den hauptsächlich Elektronik und DVDs und sowas, aber Momox und Medimobs waren auch für Klamotten, oder? Eher nicht? Nicht, dass ich, also ich weiß nur von Büchern, DVDs, CDs. Okay, auch Bücher. Viele, vielleicht, ich weiß es aber nicht. Okay. Wenn man Schuhe abgeben will, dann haben wir noch einen Tipp bekommen, kann man das in Reno-Filialen machen und bekommt sogar noch einen Gutschein dafür, egal welcher Zustand die Schuhe haben. Und bei H&M kam auch noch der Tipp, dass man Klamotten abgeben kann und da bekommt man auch einen Gutschein pro Tag, glaube ich. Und die nehmen auch, egal welcher Zustand die Klamotten sind, also da könnt ihr auch hingehen. Und angeblich wird das auch für einen guten Zweck dann verwendet und nicht irgendwie, dass die da groß Profit damit machen, was ja bei anderen Altkleidersammlungen der Fall ist, wie du rausgefunden hast. Oder wie jemand auch gepostet hat, glaube Ja, genau. Kann man nochmal in der Startschussfolge auch einen Link dazu sehen? Da gab es eine Reportage Stunde. auf YouTube. Ja, genau. Und vielleicht noch ein Tipp, Flohmarkt, da hast du auch schon erfahren. Also verkauft Dinge auf dem Flohmarkt, vielleicht eher im Sommer geeignet. Wenn man keinen eigenen hat, dann kann man auch wenn man keinen Flohmarkt findet, kann man auch einen eigenen veranstalten. Das hast du ja auch schon gemacht, ne? Also Also ich nicht habe den. veranstaltet, aber mitgemacht bei einem. Ja, genau. Einfach einen Hinterhofflohmarkt bei uns. Einfach in den Hof hinten rein, Decke ausgebreitet, Sachen drauf. Das war Spielzeugautos hast du relativ vor allem gut entspannt, verkauft, ne? ja. Das erzählt. Was habe ich erzählt? Spielzeugautos hast du ganz gut verkauft. Spielzeugautos war der Renner. Weil alte Spielzeugautos von mir, die teilweise extrem ramponiert waren, 20 Jahre alt, aber wenn da ein kleiner Knirps vorbeikommt, dem ist das egal, der sieht nur: Papa, Autos! Papa, ich will ein Auto! Dann hast du die Ja. anderen Sachen noch oben drauf verkauft, ne? Oder irgendwie Spielzeugauto als oben drauf, als Upsell und das hat dann immer ganz gut funktioniert. Ja, genau. Cool. Jo, sind wir durch, oder? Ja. Dann bleibt von mir an alle, die das Video schauen, zu sagen, dass es Spaß gemacht hat und dass es hoffentlich weitergeht. Wir werden es weitermachen und in unserem Mitgliederbereich, der bald kommt, uns dann auch, können wir uns auch gezielt zum Ausmisten weiterhin austauschen. Weil es wird ja Leute geben, die das neu starten und dann geben wir natürlich Tipps. Entschuldigung, das habe ich verschluckt. Und ja. Kommunizieren mit euch. Ja, aber bitte, bitte beim Monatsmob keine Tauschbörse aufmachen, weil wenn jeder, der was losbekommt, wieder an anderen Monatsmobber weitergibt, dann geht ja insgesamt nichts voran. Hat den Mob nicht verlassen, das stimmt ja. Ja. Ja, dafür gibt es ja schon genug Gruppen. Ich meine, da muss man einfach nur Ja, mal. genau. Das steht auch in der Startschussfolge, wie man solche Gruppen findet. Okay, gut. Dann, freuen wir uns aufs nächste Thema, was dann die nächsten Tage losgehen wird. Stimmt, ja. Der Februar naht. Und wir Ja. werden sozial. Falls wir es noch nicht sind. Nee, wir verbessern uns sozial. Das geht immer. Ja, dann, wir sehen uns im sozialen Februar. Bis dann.
Ciao. Servus. Monatsmob.